Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Erinnerungen, Selbstzweifel. Hallo und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Und Aiden geht jetzt hier zu seiner Schwester. Als großer Bruder will er jetzt zu Jack gehen. Ich dachte erst, Jack wäre auch sein Sohn. Aber ich glaube, Jack ist sein Neffe und der Sohn seiner Schwester. So, und hier ist dann die Geburtstagsparty. Gehen wir doch mal rein. Oh, zu. Dann hinten. Sie sind wohl hinten im Garten. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, Stopp. 3, Mom. 4, 5, halt. 6, Mom. 8, 10. 9, 10. 10. Süß. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ich glaube, man kann ihm auch keinen Geburtstag, keinen Vorwurf machen. Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Aber wow. Klar. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komm sofort nach. Ne, irgendwas hat der Junge aber. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Oh, klar doch. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Wegen dem Geburtstag, ja, muss er den Tod seiner Tochter erstmal überwinden. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Und da hat er immer noch genug wie damit zu tun. Weil darüber ist er immer noch nicht hinweg. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich, verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer.
Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ach, ehrlich? Nein, nein, ich will Sie nicht unterbrechen. PTBS, was auch immer das ist. Wer ist denn da? Okay, ich brauche keine Medizin. Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Aber ich bin auch nicht hier zum Klauen, oder? Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. So, hier hinten kann ich nichts abstauben im Kinderzimmer. Was sagten Sie? Aha, Probleme zum Sprechen, okay. Die Polizei kann den Anruf verfolgen. Okay. Oh, super, super. Ich habe keine Angst. So kann ich uns... Das ist widerlich. Scannen, ich soll mal zuhören. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Ja, bitte, was war das denn? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Und das ist genau richtig. Besser, ich gehe. Vor dem Jungen. Ja, das ist eine gute Idee. Der Junge, der eh schon seine Probleme hat. Und Aiden geht und schließt die Tür. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Aha. Mist. Er will abhauen. Oh, der ist ja genau vor der Tür. Jetzt aber schnell einsteigen. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder bedroht wird. Wenn das schon deine größte Angst ist, was soll ich denn dann jetzt hier in dem Spiel sagen? Ich habe jetzt eine Verfolgungsmission. Und ich liebe Verfolgungen. Nämlich gar nicht. Die sind genauso notwendig wie ein Furunkel am Hintern. So. Abdrängen, Batsch, jetzt habe ich die da, oder? Kann ich aussteigen. Ja. Tut mir leid. Ach. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt. Ich wollte rennen auf X drücken und dabei ist das hier ein anderer Knopf, also wieder einsteigen. Aiden? Jetzt hätte ich dich schon gehabt, Bursche. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist Prima. Du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! Und wieder hinterher. Und anstatt, dass er hier irgendwo gegenfährt, mache ich das. Schon wieder. Volle Konzentration, Leute. Und es bringt nichts, es hilft nichts. Mit qualmenden Reifen, quietschenden Rädern
das hervorglänzend. Ja, Leute, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich verfeile wie ein Henker und jetzt auch noch hier dagegen. Hilfe, der Typ, der haut mir noch ab. Rechts um hier. Da vorne ist er wieder. Gott sei Dank habe ich ihn eingeholt. Oder er hat gewartet auf mich. Das glaube ich nämlich eher. Ja, ich lasse ihn in Ruhe. Komm her. So, und jetzt hau ich dich. Nee, du liegst, okay. Ah! Falschen Knopf schon wieder. Mann, du sollst doch nicht einsteigen. Dann muss ich jetzt hinterher rennen. Hilfe, der schießt auf mich. So, jetzt bin ich am Anfang mit. Oh, Hilfe. Jetzt bin ich am überlegen, Leute, auch mal eine Knarre ziehen, oder nicht? Nö, dich hau ich. Dich hauen, das heißt ja nicht unbedingt, dass du dann stirbst, hoffe ich. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja, kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahle. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinem besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ja, bewaffnet und gefährlich. Das bin ich auch, Freunde. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. So bereit, wie man nur sein kann. Wo ist das denn? Da. Ich wollte auch mal in so ein Geschäft reingehen, aber jetzt markiere ich mir die Kampagne des Spiels, wie es weitergeht, und ich brauche ein Auto. Da vorne steht eins. Ich finde es so schön, auch hier stehen mir jede Menge Autos zur Verfügung. Wieder sein neues Fahrzeug verfügbar. Wahrscheinlich freigeschaltet, weil ich hier ein Fahrzeug nach dem anderen knacke. So, und ich begebe mich jetzt auf dem Weg zu meinem neuen Ziel und werde dann jetzt für heute cutten hier. Und prima, da der Gibbe da oben musste drücken und dann öffnet sich ein Garagentor. Also Freunde, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Watch the Dogs spielen. Für heute ist Schluss. Ich sage ciao.